Herzlich willkommen zum heutigen Chesspresso, heute mit einem Klassiker Capablanca gegen Tartakova. Das ist die Partie, die ich euch heute zeigen will, aus dem Jahr 1924, gespielt in New York, wo in dieser Zeit viel schachszenentechnisch los war. Und die Partie möchte ich euch zeigen, weil man so ein bisschen das Verhältnis Läufer gegen Springer beobachten kann. In diesem Fall sollte der Läufer die Oberhand behalten. Ich möchte ein bisschen euch zeigen, woran das liegt und was so die entscheidenden Faktoren in dieser interessanten Partie waren. Ich freue mich drauf. Bis gleich. So, Capablanca, der eröffnete mit dem Zug D4. Tartakova schaltete direkt auf Aggression und macht hier E6 und F4. Also sozusagen der Sizilianer gegen D4, wobei natürlich der Zug F5 deutlich gefährlicher ist als der Zug C5 im Sizilianer, weil es noch die Diagonale H5 E8 Richtung König öffnet. Aber nicht minder interessant, C4, Springer F6, Läufer G5, Läufer E7, Springer C3. Kann man alles so machen. Die Idee sicherlich von Weiß, irgendwann mal E4 durchzusetzen. Kurze Rochade, und ich mag grundsätzlich diese Strukturen hier eigentlich immer ganz gerne, wenn man hier rausnimmt und dann E4 spielt, weil ich das Gefühl habe, nach FE Springer E4 gefolgt von Läufer D3 hat man hier einen ganz guten Angriff Richtung H7, aber man muss hier sogar gar nicht nehmen, man kann hier sogar so einen Zug machen wie C5, ist zweischneidig, nur eine persönliche Liebhaberei, könnte man beinahe sagen. Also es wurde E3 gespielt, ist logisch, man möchte den weißfeldrigen Läufer entwickeln, B6, Schwarz möchte das auch, Läufer D3, Läufer B7, und natürlich geht hier der Kampf auch um das Feld E4. Kurze Rochade, Dame E8 und Dame E2, natürlich mit dem Plan, hier mal E4 durchzusetzen. Hier lässt man allerdings jetzt den Zug Springer E4 zu, was auch in der Partie kommen sollte. Deswegen ist natürlich die Frage, sollte man hier vielleicht eher Dame C2 spielen? Und die Antwort ist natürlich nein. Dagegen hatte Schwarz mit dem Zug Dame E8 vorgebaut, denn am Ende ist hier die Fesselung ein riesiges Problem, was der Grund sein könnte, dass der Computer hier so einen Zug wie Läufer H4 vorschlägt, vielleicht um Dame C2 vorzubereiten. Aber gut, Dame E2 ist natürlich auch kein Fehler. Springer E4, jetzt wird hier ein bisschen getauscht, nimmt, und diese Stellung gilt an sich als in Ordnung für Schwarz, denn dieser Doppelbauer, das ist tatsächlich eine Schwäche. Die Idee ist, der strategische Plan ist C5 zu spielen, Springer C6, Springer A5, Läufer A6, Turm C8 und mit allem gegen den C4 zu gehen. Natürlich hat Weiß da diverse Ideen dagegen, ist alles nicht so einfach, aber dieser Doppelbauer ist in diesem Fall ein möglicher Nachteil. Der Vorteil dieses Doppelbauern andererseits ist es natürlich, dass er im Zentrum eine ganze Menge Felder abdeckt, die irgendwann mal wichtig werden könnten. Bauer A4, Läufer schlägt F3, Dame schlägt F3 und Springer C6. Das bedeutet, Schwarz entscheidet sich hier aktiv dafür, zu sagen, ich gehe in dieses Endspiel Springer gegen Läufer, und das ist auch erstmal gar keine schlechte Idee, weil der C4 bleibt weiterhin eine Schwäche. Ich hätte an weißer Stelle hier wieder den Zug E4 gespielt, mit der Idee nach FE, Dame E4 hier ein bisschen Angriff gegen den schwarzen König zu haben. Sehen wir später auch noch, was passiert, wenn E4 kommt. Aus meiner Sicht hätte man es hier direkt machen sollen, denn nach dem Partiezug, da kann man hier mit Turm A, E8 ja langsam selber aktiv denken. Turm F6 zum Beispiel, wie in der Partie kam, F4 und Springer A5. Das ist bisher für Schwarz nicht so schlecht gelaufen. Dame F3 wieder zurück und D6. D6 wiederum ein wenig zu langsam, denn jetzt läuft man langsam wirklich in E4 rein und dann wird der E6 auch immer ein bisschen schwach. Besser wäre es gewesen, hier C5 zu spielen. Und wenn dann hier E4 kommt, dann kann man auch gegen den D4 spielen. Der kann hier potenziell wirklich mal schwach werden. Also deswegen wäre C5 hier deutlich stärker gewesen. Tartakova entschied sich hier jedoch für den Zug D6. Vielleicht auch mal mit der Idee E5 durchzusetzen. Aber da muss man natürlich viel Mut haben, weil das die Stellung natürlich auch öffnet und das dem Läufer eventuell entgegenkommen könnte. Es kam Turm E1, Dame D7 und endlich der Zug E4, den ich gerne schon vor vielen Zügen gesehen hätte. FE, Dame E4, G6 und G3. Der Zug G3 natürlich vor allem dazu da, erstmal den F4 prophylaktisch zu überdecken.
Aber es gibt noch eine andere Idee. Er möchte nämlich gerne hier mit H4 das Ganze ausnutzen. Und jetzt haben wir die Situation, wie ich sie beschrieben habe, auch in dem Titel, Läufer gegen Springer. Und hier ist der Läufer eindeutig besser. Der Läufer hat einen Punkt, den er angreift. G6, das hat der Springer auch. Aber ansonsten tut der Springer nämlich gar nichts. Und er hat auch keine Perspektiven. Das heißt, selbst wenn er nach B3 geht oder nach B7, das sind ja so im Moment zwei der Felder, wo er hingehen kann, oder auch C6, so ein richtig nächstes vernünftiges Feld hat er nicht. Und Weiß hat einen ganz klaren Plan. Weiß möchte gerne mit H5 hier vorangehen. Und daran ändert auch der Generalabtausch auf E8 nichts. Es kommt hier trotzdem H5. Und ja, der Springer ist völlig weg vom Geschehen. Ja? Man möchte eigentlich, dass alle Figuren dort sind, wo die Action abgeht. Und Weiß hat hier eine Mehrheit am Königsflügel und die spielt er eiskalt aus. Turm F6 nimmt, Turm H1, logisch bereitet Turm H6 oder Turm H7 vor. König F8, Turm H7, Turm C6 und G4. Bisschen besser wäre sogar noch die Aktivierung des Königs gewesen nach H3, mit der Idee natürlich immer hier rausnehmen zu können, dass vielleicht der König direkt nach F6 oder H6 durchstarten kann. Aber gut, D4, Springer C4, G5 und es ist weiterhin gefährlich, was hier passiert. Was Schwarz aber sehr gut macht, ist, dass er versucht, den Springer mit in die Partie zu holen. Springer E3, König F3 und Springer F5. Und das war eventuell der entscheidende Fehler. Besser wäre es gewesen, hier Springer D1 zu machen. Sehr, sehr schwer zu finden. Turm H6, Turm schlägt C3 wäre ein Fehler, weil dann geht einfach König E2, König G7 und vielleicht hält Schwarz die ganze Geschichte gerade so. Wobei hier mit F5 natürlich, und das wird seine Sorge gewesen sein, eine ganze Menge Probleme auftauchen können. Laut Computer ist hier Springer B2, Läufer B1, Turm schlägt C3, König G4 noch im Bereich der ausgeglichenen Stellung. Wahnsinn. Ja, es kam aber nicht Springer D1, sondern Springer F5. Der wird rausgetauscht und König G3 gespielt. Sehr, sehr wichtig, dass man jetzt mit dem König aktiv wird, weil der kann beim Mattsetzen helfen. Und da bringt es auch nichts, dass Schwarz hier noch diesen Bauern gewinnt, denn das eröffnet dem König nur den Weg Richtung F6. Jetzt droht das Matt auf H7, auf H8, Turm H8, deswegen König G8, Turm G7 Schach, Turm schlägt C7. Es droht das nächste Matt auf E8, das wird mit Turm E8 verhindert und König schlägt F5. So, die beiden Minusbauern von Weiß, die sind wieder einkassiert. Jetzt ist nur noch die Frage, wie gewinnt man die Stellung jetzt? Und das zeigt Weiß demonstrativ. Er sagt, nimm doch den auf G7 raus, mein Lieber. Das Bauernendspiel ist für mich gewonnen. Und natürlich kann Schwarz hier noch ein bisschen versuchen. Aber am Ende des Tages sind die Bauern einfach zu stark. Und ja, das Endspiel, fantastisch gespielt von Capablanca. Eine absolute Meisterleistung und das Zeichen dafür, wie gut dieser Läufer sein kann. Der stand auf D3 die ganze Zeit gut, während der Springer ewig gebraucht hat, um wieder ins Spiel zu kommen. Und diese Zeit hat Weiß genutzt, hat Capablanca genutzt, um eben Schwächen im gegnerischen Lager zu schaffen, seinen Turm zu aktivieren und am Ende des Tages die Partie zu gewinnen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Mir hat diese Partie sehr viel Spaß gemacht, hat gezeigt, wie viel dann doch noch im Endspiel möglich ist. In einem Endspiel, was objektiv zu Beginn noch ausgeglichen war. Aber Capablanca, der hat überzeugend gezeigt, wie man viel Druck ausüben kann. Ja, das war die Partie Tatakova gegen Capablanca. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis denn!